Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Horror-Let's Play. Ich denke mal, dass es ein Horror-Let's Play wird. Obwohl Horror eigentlich, weiß nicht, ob das richtig an richtiger Stelle ist. Es ist auf jeden Fall das Spiel Craven Manor und es ist absolut kostenlos. Leider nur auf Englisch, aber gut, Englisch kann ich ja so lala. Und ja, ich glaube, wir starten dann einfach mal. Ich habe mal reingeguckt, sag mal so, ob es auch funktioniert. Mal gucken, ob der Ton ist wieder mal. Ja, der Ton ist mal wieder umgestellt. Kein Wunder, warum es so laut ist. Jetzt hört ihr mich auch besser. Vielleicht habe ich es auch. Naja, ich werde es wahrscheinlich leiser stellen, das Spiel ein bisschen. So, Maus-Sensitivity machen wir ein bisschen runter. Englisch. Also, man könnte es auf Englisch machen, auf Espanol und auf Suomen. Also, dann nehmen wir lieber Englisch. So, dann OK drücken. Und wir beginnen einfach mal. Ja, ich habe ja schon mal aufgenommen, also nicht aufgenommen wirklich, aber ich habe halt geguckt, was mit Traps funktioniert. Und ja, die Ladezeiten hier sind ein bisschen arschig, sag ich mal. Dauert jetzt noch ein bisschen, vielleicht eine Minute, bis das hier endlich mal fertig ist. Vielleicht lädt es auch schneller, wer weiß. Unglaublicherweise könnte es ja sein, dass es schneller ist als sonst dieses perfekte Spiel. Okay, es ist kein perfektes Spiel, weil es kostenlos ist und weil es echt super aussieht. Und das Ganze läuft natürlich mit der Unreal Engine, das muss ich natürlich dazu sagen. Und es ist, ja, ein Indie-Horror, glaube ich, Indie-Horror-Spiel von irgendeinem Kerl. Ja, es ist unglaublich und könnte auch sein, dass es von mehreren Kerlen ist. Man sieht hier schon KM. KM steht für Craven Manor. Das hättet ihr jetzt bestimmt nicht gedacht. Das könnt ihr ja sagen, dass das Kekse und Milch ist. Kekse und Milch schmecken super, ist ein guter Tipp. Doppelkekse, immer klasse. Mache ich ja gerne immer Doppelkekse in Milch tunken und dann essen. Klingt eklig, ist aber super lecker. Da könnt ihr die Oreo-Kekse alle wegschmeißen. Auch wenn das auch Doppelkekse sind. Aber die schmecken auch gut, okay. Aber das tut hier nicht zur Sache. Wir spielen hier Craven Manor. Ich weiß nicht, ob ich öfters mal Horror-Gameplays oder Let's Plays eher gesagt machen werde. Das muss ich mal schauen, wie das hier so anklingt, wie auch immer. Auf jeden Fall werde ich so oder so mein Let's Play-Ding ein bisschen runterschrauben und immer nur ein paar Let's Plays machen. Höchstwahrscheinlich zwei Let's Plays nebeneinander und andere Let's Plays wie das hier zum Beispiel. Habe ich mir so gedacht, Mittwoch immer so ein anderes Let's Play und dann Montag eins von dem und Dienstag eins von dem anderen und dann das halt so eins am Mittwoch, sowas wie jetzt. Aber das wird wahrscheinlich am Mittwoch erscheinen, sondern am Wochenende irgendwann und wir sind da. Endlich, jetzt geladen. Und natürlich Donnerstag und Freitag dann auch wieder die anderen Let's Plays. Oh, schick, schick, schick. Ich muss natürlich sagen, ich kenne das hier schon, deswegen, Hind. Press W to step forward, bla bla bla, das ist ganz normale WASD-Steuerung. Ist ja logisch. Wir haben hier Craven Manor, ein Token ist das. Das ist eine schwere Bronzemedaille, ein Ornament, eher gesagt, mit dem eingravierten Keim. Das haben wir ja auch schon gesehen im Ladeding. Im Ladeding sah das nicht so schön aus wie hier, aber gut. Das sieht schon nicht schlecht aus, das muss man so sagen. Dafür, dass es kostenlos ist, sieht es echt gut aus. Und hier kommt jetzt so eine, ja genau, Toggle Flashlight, kann hier halt mit F Flashlight machen. Oh, ganz schön dreckig. Hier sollte man die Putzfrau wieder herkommen. Die ist anscheinend unterbezahlt. Die hat wahrscheinlich geleftet hier. Leaving Host und so. So, wir gehen hier rein. Ich glaube, wir können sogar Objekte nehmen. Das kann ich nochmal kurz veranschaulichen durch diese Kerze hier. Click the right mouse button to throw an object or holding. Yep. Damit kann ich werfen. Unglaublicherweise. Aufnehmen und werfen. Es ist unglaublich. Okay, so. Jetzt sind wir in der Bibliothek. Bam. Und was passiert, wenn man in die Bibliothek kommt? Irgendwas. Irgendwas, was an sich interessiert. Bam. Und ein Buch fliegt aus dem Regal. Ja, das hat mich schon beim ersten Mal erschreckt. Also, Newspaper Clipping. A Newspaper Clipping described a missing teenager named. Also hier steht es ein Zeitungspapier und da steht hier, dass hier ein Teenager vermisst wird, namens Majori Hedgepeth oder so. Scheißegal. Hier ist mal ein Ofen, ein Kamin, ja gesagt. Den können wir anklicken, aber es passiert nichts. Es ist unglaublich. Mit E kann ich natürlich, oder der Left Mouse kann ich Sachen angucken und ja. Gehen wir durch die Spinnenweben. Und hier haben wir anscheinend nichts. Es ist unglaublich. Hier ist alles verbarrikadiert. Und das Buch hier, Paradise Lost by John Milton. The epic poem concerns the biblical fable of the fall of man. Unglaublich, ein episches Poem, also ein Gedicht. Unglaublich, unglaublich, es ist so unglaublich. Ich versuche mich auch so ein bisschen abzulenken, weil ich hasse Horror Games, wie gesagt.
Mit dem Abo-Special und so. Ich hätte das als Abo-Special nehmen sollen, glaube ich. Das habe ich aber erst später rausgefunden. Deswegen, sag mal so, ist ein verspätes Abo-Special. Ein zweites dazu einfach. Das klingt doch auch gut. Le Secret Merveilleux de la Naturelle. Ja, we checked in the music of Theus as the movement and astronomical bodies and incapable of generating sound. Ja, unglaublich, unglaublich. Ihr könnt euch das alles selbst übersetzen, das ist mir scheißegal. Was haben wir hier? Bücher. Unglaublich. Unglaublich, unfassbar. Das ist wirklich... Wow. Ich bin überrascht. De Pretigis de Monum. Bei Johannes Virus. Virus? Heißt der wirklich Virus? Oh, naja, okay. Mit E geschrieben. So, hier haben wir Bücher, bla bla bla. Ja, ja, ich weiß. Aha, schöne Decke. Oh, schöner Boden. So unglaublich. Was? Oh, eine Lampe. Unglaublich. Ja, ich weiß, dass ich das nehmen muss. Weinzeller-Model. Wow. Und irgendwas ist passiert. Wir wissen nicht was. Und Jay zum Öffnen des Journals. Ich habe ein Modell von einem Weinkeller gefunden. Es passt mit dem Modell in dem Eingangshalle zusammen. Unglaublich. Ich drücke, um es wegzudrehen. Und, oh, ich habe es verlassen. Boah, was war das? Egal, weiter geht's. Es leckt ein bisschen, ich habe gerade nur 15 FPS gerade mal. Oh, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ist ja scheißegal. Und irgendjemand hat hier die Bücher zusammengebaut. Das habe ich gerade gar nicht gemerkt. Schubsen wir sie mal um. Geht leider nicht. Also Physik hat es nicht wirklich. Nur so ein bisschen. So halbe Physik. Gut. Okay, gehen wir hier durch. Und jetzt wird bestimmt das Licht ausfallen. Wow, ich bin Hellseher. Ah, creepy sound, creepy sound. Bring scale room models to the table. If you need to reuse the table, press E or left click and interact with the scale room models. Ja, wir haben das Weinzeller-Model, das bringen wir jetzt einfach mal dahin und machen dann ein bisschen Fusch-Fusch und dann haben wir bestimmt irgendwas erreicht damit. So, hier steht Click and Drag to move, also damit kann ich es anscheinend nehmen mit der Taste und mit rechts kann ich es rotaten und das mache ich jetzt mal und dann, oh, ah, da kommt eine Spur, als hätte ich es nicht geahnt hier. Bam. So, und dann hat irgendwas Puff gemacht. So. Und dann zeigt uns der Weg dahin. Und da ist immer noch ein Bücherregal. Das gucken wir uns mal an. Das blinkt so schön. Dusty Books, also dreckige Bücher oder staubige, eher gesagt. Ways of Academic. Castellay of Craven Manor and other strange books. Klar, die Shelves. Unglaublich. Unglaublich. Ich bin wirklich fasziniert. So, hier sind wir gerade ja in die Bibliothek gegangen und... Oh mein Gott, es geht in den Weinkeller. Unfassbar. Oh, es speichert. Das ist schön. Speichern ist immer gut. Notice. A notice to all Craven Metalworks employees, thieves and layabouts shall discipline by Lord Craven. A shall receive no wages during recuperation. Oder heißt das recuperation? Oh, irgendwie sowas. Ich sehe gar nichts gerade. Oh, ich kann ja Licht anmachen. Bin ein Genie. Hörst du auf? Was hat er gequietscht? Hör auf zu quietschen. So, Tom Painting, Torn Painting natürlich. Upon close inspection, something seems to have torn into this painting with dozens of thin, fine scratches. Also hier sind ein paar Kratzer aus Zinn, oder? Zinn ist doch Zinn, müsste sein. Oder war das Tin? Das war Tin. Was ist denn Zinn? Tin, warte mal, das war kleine Scratches, oder nicht? Dünne, fein, dünne, feine Kratzer, genau. Mit Torn, Nadeln, oder Torn, Torn, war das nicht irgendwie Nadeln, oder, ach, irgendwie was, scheißegal. Ihr kennt ja bei League of Legends auch den Torn-Nail. So, das war der Rosennadeln, keine Ahnung. Blueprint, the blueprint design and attribute is attributed to William Craven. The architecture reflects both scrupulous detail and extremely strange structural components. Unglaublich. Also ein paar Blaupausen hier. So, Photograph. This is the photo labeled 1857 Craven Metalworks and this depicts a grim, well-dressed man in his 40s at the grand opening of a factory. Da anscheinend eine Öffnung einer Fabrik und ein 40er Mann steht da. Unglaublich. Ich bin wirklich fasziniert. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das Spiel ist echt cool. Jetzt mal ohne Scheiß. Also, wer es sich haben will, ich tue den Link höchstwahrscheinlich in der... wer es sich haben will. Ne? Wer es mal spielen will, der kann das natürlich hier... Link in der Beschreibung und so. Oder googelt es einfach. Falls ich es nicht gemacht habe. Aber ich denke, ich werde es tun. Oder doch nicht.
Ja, ich habe da gerade nicht hingeguckt, aber das war nicht so gesund, glaube ich. Böser Schrank. So. Okay, gehen wir hier mal durch. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt und eigentlich wäre hier so eine Puppe aufgetaucht. Ja. Weiß nicht, ob man sie gesehen hat. Ich habe sie gerade nicht gesehen und hier ist Blut. Oh mein Gott. Und bis hier ungefähr habe ich, glaube ich, kurz angespielt. Das war es aber auch. Gut, dann gehen wir mal weiter. Da ist diese scheiß Puppe. Ich will nie zu dieser Puppe hingehen. Das ist schön mit dem Nebel gemacht, finde ich. Man sieht es einfach nicht. Ich finde das gut gemacht. Blut, 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 Blut. Führt zur Puppe. Puppe macht kein Blut. Und die Puppe. Hallo Puppe. Puppe? Oh, ich war einen Schritt weiter weg. Und get out. Oh mein Gott. Jetzt will ich raus. Oh mein Gott, ich will raus. Ich will raus hier. Raus hier. Und hier ist es zu. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich tun soll. Ich meine, was kann ich tun? Hilfe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe. Press Shift, Hold Shift, while moving to sprint down the hallway. Okay, und jetzt ist das Licht aus. Hier ist ein Hebel. Hier gehen wir mal lang. Hier haben wir ein neues Model. Okay. Jetzt haben wir hier anscheinend einen neuen Weg. Ah, Hilfe. Ab hier bin ich, ab hier ist es blind. Muss ich dazu sagen. Also ab hier weiß ich gar nichts mehr. Okay, gut. Bauen wir mal. Das ist hier so ein ruhiges Ding. Ich meine, hier könnte man so ein bisschen baukastenmäßig was machen. Oh, wo willst du denn hin? Da willst du hin. Bedroom Model. Dann gehen wir mal in den Bedroom. Ich will da gar nicht rein. Bedroom. Klingt irgendwie so wie der Raum von Batman. Der Bedroom. Der Bedroom. Okay, doch nicht so. Na gut. Pedestal. Ein empty Pedestal. Wow. Ein leeres Podest. Okay, saving. Das hat wieder ein bisschen geleckt gerade. Boah, da ist wieder diese scheiß Puppe. Geh weg, Puppe. Geh weg. Geh einfach weg. Ja, genau. Bleib da drin. Machen wir die Tür zu. Okay. So, wir haben hier drei Fenster anscheinend. Ein Buch, was wir nicht lesen können. Noch mehr Bücher, die wir nicht lesen können. Was ist das denn? Crime Scene Photograph. Label Jacqueline Craven. 408201. This black and white photo depicts a dismembered female body. Dismembered, wahrscheinlich ein verunstalteter weiblicher Körper. Und da oben ist ein schickes Bild. Ich liebe ja so Bilder. Finde ich immer klasse. Schaue ich mir immer gerne an. Und der Regen wird laut und lauter und scheiße. Ich hasse diese Puppe. Wo ist diese scheiß Puppe? Wahrscheinlich. Ich will gar nicht zu dieser Puppe, ehrlich gesagt. Locked. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist ein Book. Wow, ein Buch. Unglaublich. Inside the book are many diagrams and sketches of human thief. Da hat wohl jemand Hunger gehabt. So wie die Frau mit dem Klopapier. Oh, jetzt ist anscheinend die Puppe weg. Was ich niemals gedacht hätte, dass die Puppe weg ist. Sie ist bestimmt noch da. Irgendwo. Da ist sie. Geh weg, Puppe. Geh weg. Auch wenn du klein bist. Ich hasse Puppen. Für mich ist das Schlimmste der Welt. So, Crime Scene Photograph. Labeled George Craven, 408-02. This black and white photo depicts a male body on his knees, leaning over his head, submerged in a wet of molten bronze. Klingt nicht gesund. Ich habe Angst, dass die ganze Zeit die Puppe hier irgendwo steht. Und diese Bilder sind auch ziemlich verstörend. Puppe? Aufhören. Clipping. A news article describing the visible decrease of homeless and indigent Doubtful Pass, West Virginia. A police chief takes credit for cleaning up the town. Torn war schon wieder da. Strange globe. The wire globe feels almost like it has a slight electric charge. Wir drücken mal drauf und drücken mal drauf. Wow, yeah! Bom 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 badam bom badam bom 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 bom. Yay, neidisch! Der Spaß für Groß und Klein, der drehende Globus! Wow! Wow! Unglaublich.
Oh, hier sind noch mehr so Puppen. Und das ist eine rote Puppe. Ich will die rote Puppe. Sieht aus wie so ein... Ja. Mhm. Ich kann nicht raus. Dann gehe ich mal zu dieser Kiste, die unscheinbar gut aussieht. Trunk. An old wooden trunk, covered in blood. Photograph. A pile of dark, blurry photos depicting. Muss mal gucken, was depicting ist. About six men and women nude, but from decorative streaks of red. They are dancing around a glass orb. The setting appears to be in the top floor of a library. Da waren wir noch gerade in der Library. Vielleicht ist das... Also, ungefähr sechs Männer und Frauen, die nackt mit irgendwas, mit dekorativ, mit roten Streifen oder so. Und die tanzen um einen roten... Nee, um einen Glasorb. Und das ist wahrscheinlich in einer Ding. Und... What the... Hell is... Oh, das Scheiße, Alter, was soll das? Du scheiß Puppe, wo bist du? Wahrscheinlich ist die Puppe jetzt weg. Puppe? Ja, das war diese kleine Puppe, das weiß ich ja. Das ist ja gut, wenigstens ist die da. Fehlt dir eine Puppe jetzt? Nein, die sind noch alle gold. Also hat es jemand mit Puppen gehabt anscheinend. Scheiß Puppe, ey. Warum gibt's die auch in groß? Warum gibt's die in groß? Oh Mann, ich hasse Horrorgames. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse, hasse, hasse sie. Wo bist du, Puppe? What the? Da war doch eine Tür. Puppe, spiel nicht mit mir. Spiel nicht mit mir. Ich kann zuschlagen. Ich habe von Chuck Norris gelernt. Hilfe, Hilfe. What the? Du Scheißding, ey. Bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Oh nee, das ist doch... Bleib weg von mir. Wo ist es? Es ist weg. Okay. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay. I stumbled upon another scale room model. This one appears to be a bedroom. Achso, den habe ich ja schon gehabt. The horror lives in a... Recesses of darkness, a place between curiosity and madness. I can feel it. It seeks to destroy me. Ja, und das merke ich auch. Oh, Flashlight, wo bist du? Bleib da, Flashlight. Das Buch sich ge... Hörst du auf? Puppe? Ich fand das ja gerade gruselig, als die Puppe da war. Old Journal, Must Have a Journal, Nonsense. Is Nonsense, gibberish. But one sentence sticks out. I've hidden the answer behind the sleeping man. Ich habe die Antwort versteckt hinter dem schlafenden Mann. Pull chain. Painting. Oha, da wird jemand erstickt oder was auch immer. Ich spüre dich, Puppe. Ich spüre dich. Ich will nicht an dieser Chain ziehen. Erstmal gucke ich, ob die Tür aufgeht. Nein, zum Glück nicht. Das ist gut so. Dafür bin ich nämlich auch. So. Oh, naja, so geht's auch. Ich hasse diese Puppe, ich hasse diese Puppe, ich hasse diese Puppe, ich hasse diese Puppe. Ich glaube, die Puppe kommt eh hier rein, also ist es scheißegal. Ich glaube, wir gucken uns erstmal um, bevor ich mir das Ding hier nehme. Weil sonst passiert schon wieder irgendwas. Torn Page. A carefully detailed illustration of a human arm being dipped in bronze with a set of pincers. The labeling appears instructional as if it were torn out of a manual. In Bronze. Das heißt, das Ding ist nicht aus Holz, sondern aus Bronze und da sind Leute eingemacht worden vielleicht. Das könnte irgendwie für mich Sinn ergeben. Das ist dann auch ein gruseliges Setting. The Nature of Limbo. Ey, Limbo, haben wir doch gespielt. The Nature of Limbo has revealed itself to me. It is a receptacle in a state of excellence, wherein the spirit can be contained. William Craven. Nur wieder irgendwo hier. My earliest success were brief, but invigoration after the ritual maleficarum, the large orbs held the spirits for seconds at a time and glowed visibly. Visibly. Visibly.
Library Model, wo bist du? Wo bist du? Jetzt auf einmal da wieder die Tür. Es verarscht mich. Es verarscht mich. Diese Scheißpuppe verarscht mich. Spüre ich doch. Empty Pedestal. Ich guck da immer mal nach. Vielleicht ist da irgendwann was. Das weiß ich nicht. Deswegen mache ich es einfach mal. So, da ist wieder Stille jetzt endlich mal hier. Ah, schlimm ist, wenn es jetzt hier auf einmal dieses Ding hier stehen würde. Ich würde sofort ausrasten, hey. Muss ich vielleicht den Seller Model da wegtun und dann. Genau. Muss ja auch irgendwie passen, aber das kann ich jetzt nicht mehr da irgendwie so. Aha. Vielleicht machen wir das einfach mal so, dann haben wir hier noch den Wine Seller hinten dran. Das sieht ja nicht schlecht aus. So, jetzt leckt es gerade ein bisschen. Gehen wir kurz aus dieser Atmosphäre raus. Da zerstöre ich sie mal kurz. Hahaha. Ich bin gut, ey. Tipp, 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 tipp. So, spiele ich das ganz durch? Gute Frage. Vielleicht mache ich auch einen Cut irgendwann. Das könnte ich auch machen. So altmodisch. What the, wieso schweben da Bücher? Hey, Tür. Okay. Bücher. Wer spielt da Piano? Falsbook. Geil. Hey. Falsbook. Oh mein Gott, ich habe die Tür geöffnet, indem ich falsche Bücher gedrückt habe. Und, jetzt habe ich den Schocker verpasst, oder? Nein. Nein. Bleib weg von mir! Ja! Dumm! 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 Ah! Ah! Okay, das sind dann so gescriptete Szenen. Dumm! Ah, vielleicht. Hör auf, mich zu verfolgen! Okay, das war das Buch. Uah, bleib weg von mir. Nein, nicht schon wieder. Du kriegst dir nicht. Ich hack dir die Beine ab, du scheiß Puppe. Stöhn nicht so rum. Du kannst nicht stöhnen. Jetzt geht's. Du bleibst da, wo du bist. Hab's geschafft. Puppe, hör auf. Verschwinde, Puppe. Oh, geil. So kann man es natürlich auch machen. Oh. Okay. Cool, ich habe das Ding kaputt gehauen. Ich hoffe, es kommt eh wieder. Gucken wir uns ins Journal rein. Wo haben wir? I found the library model, the one that was on the entryway table when I first arrived. The library model appears to have two entrances. One goes to the top floor. I found a heavy bronze token. I believe I remember spotting a place for it in the entryway under the stairs. Da gucke ich dann mal gleich unter den schönen. Oh, jetzt habe ich es hingelegt. Hier machen wir mit wieder. Okay, ich kann anscheinend, also das ist hier verbaut und ich kann hier noch den anderen Eingang nehmen. Dann gehe ich da auch mal hin. Ob schon, da war ich schon, ne? Ich bin jetzt am zweiten Eingang, so ist es. Diese scheiß Puppe, ey, das haben sie echt gut, das haben sie echt gut gemacht. Das, sowas hasse ich ja, wenn einen jemand verfolgt und du hast überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. In dem Fall kann man ja irgendwas wenigstens machen. Ach, scheiße, komm noch mit. Hör auf. Ah, da hinten ist so ein Licht, da müssen wir hin. Ach du Scheiße. Ja, ja, ja. Geh ruhig in die Wand. Wow, die Wand hat mich fast erschlagen. Böse Wand. Oh ja, schweb, schweb ruhig zu mir, schweb zu mir. Verfolg's einfach mal, vielleicht macht's es von allein dann. Wow. Ich hab grad mit dem Paukenschlag passiert was Besseres, was Cooleres. Okay.
I find another model room piece with white and glass walls within. Incredibly, this piece floated onto the table on its own and sealed itself tight onto the table surface. I fear whatever is leading me there, but I am desperate and out of opinions. I must somehow get to this white room. I can manipulate the other rooms on the table to create a path, but the pieces only seem to fit in a very specific order. Okay, das heißt, wir müssen da so einen Weg zusammenbauen und dann gucken, was passiert. Und ich habe immer noch Heavy Bronze Ornament engraved, bla bla bla, da unten stehen. Sehr interessant. So, ich wollte gerade wieder LOL spielen, deswegen habe ich meine Ding schon wieder falsch gehabt. So, wir müssen also dahin und das kann ich nicht bewegen. Das heißt, ich muss hier irgendwie so Pam und weiß ich, Pam. Also anscheinend, das geht anscheinend. Ich kann aber auch so machen, oder? Ne, es geht noch nicht. Ist ja so lustig. So. Okay. Irgendwie. Ich kann da eine Tür anbringen, aber da ist gar keine Tür. Das ist natürlich sehr seltsam. Wir gehen mal da runter. Wenn er wieder die Puppe kommt, ne? Ach, das ist wahrscheinlich die Tür. Okay. Das ist ganz lustig gemacht, finde ich. Craven Manor. An old photograph dated 1877 shows a massive manor under construction or perhaps renovation. Da steht noch nicht mal ein Lock. Ja, ist ja gut, du brauchst nicht neue. Ach, da jetzt steht ein Lock. Und Puppe, wo bist du? Oh Mann. Ich warte mal auf die Puppe, dass sie mich erschreckt. Ja, so ungefähr, nur dass er noch da steht. Also ich habe hier jetzt meinen Weg, da muss ich hin. Was ist denn das eigentlich? Oh. Ja, da will ich, glaube ich, gar nicht hin. Scheiße.